Hallo, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Ich bin gerade aufgekommen. Ich bin zu doof zu allem, weil wir haben eh eine Grenze mit denen. Unfassbar. Wir sind doof. Doch das Innere, das Revolutionary Belgien. Das letzte Mal haben wir ja von Belgien die Bitte bekommen, dass wir ihnen in ihrer Revolution helfen. Und ich dachte, dass wir keine Truppen dorthin schicken können, weil da nicht aufgepoppt ist, dass unsere Truppen nichts zu tun haben. Und jetzt bin ich drauf gekommen, die Among the Wounded. Wir haben noch nicht einmal Truppen dort. The death from disease in the wounded soldiers has skyrocketed. This is troubling. -20% recovery rate, oder? Nein. Wir hoffen einfach, dass wir relativ bald hier vorwärts kommen und die Belgier total auseinandernehmen. Also die revolutionären Belgier so. Und ihre militärische Kraft. Unsere Truppen sollten eigentlich ausreichen, um die da auseinanderzunehmen. So, schauen wir mal. Was noch nicht geschafft. Wir wollen eine Ground Expedition. Wir brauchen da noch eins. Wir brauchen da noch eins und dann noch drei. Aber die brauchen wir eh noch. Und wenn wir die gebaut haben, sollte man da auch auf 20 sein. Passt. Okay, was? Ich hasse mich so sehr. Nein. Nein. Ja, wir hätten vielleicht die Typen da nicht wegziehen sollen. Wir hätten halt vielleicht jemand anderen dorthin schicken sollen. Selber schuld, René. Aber da kriege ich die bald zu Ende, weil wir hier
Pause weg. So. Perfekt. Warte mal. Jetzt zeigt man nicht mehr an, wenn es irgendwelche Truppen gibt, die nicht verteilt sind, aber es ist definitiv noch nicht verteilt, oder? Du. Dann schießt bitte da entlang. Du. Schießt bitte da entlang. Und. Du. Also, du verteidigst. Und die Verteidigung umstellen, was machst du eh? Mehr oder weniger gerade. Dazu. Und das revolutionäre Belgien hat sich gleich ergeben. Perfekt, das heißt, der Krieg ist gleich zu Ende. Das ist natürlich mies, weil da meine Elektrizitätswerke sind, die ich ganz gerne ausgebaut hätte, ihr bescheuerten Schweden. Der Computer ist wirklich schlecht, was den Krieg betrifft. Wenn du mehr als eine Front hast, ist einfach zu doof. So wie hier. Er stellt alle auf die eine Front, obwohl er natürlich gleichzeitig die Hälfte da drüber stellen könnte. Oder, was natürlich auch sein kann, ist, dass er einfach zu große Armeen hat. Wenn er nur einen einzigen Armeekörper hat, das sehe ich ja nicht, dann. Passiert das wahrscheinlich auch. Oh, warte mal. Oldenburg und revolutionäres Oldenburg. Was wollt ihr? Konservative Agenda, Maintain Balance. Und was willst du? Ja, ist mal ruhig, wer von euch beiden gewinnt. Da kann man jetzt noch ruhig mitmachen. Schweden. 17.000 Tote.
Ja, wir kapitulieren. Wirklichkeit, was da weiter passiert mit denen. Will eh keiner was von uns. Nicht, ob das radikale Oldenburg nicht trotzdem gewinnt hier. Steel Frame Buildings unlocked. Yay. Dann machen wir jetzt mal das fertig, damit ich wieder das kaufen kann. Und außerdem können wir das jetzt aufrüsten. Das kostet uns ein Vermögen in allem, ach, vor allem Glas. Glas und Eisen verlieren wir, Stahl brauchen wir jetzt mehr, gell? Das heißt, wir brauchen mehr Stahlwerke, wenn wir alles umstellen würden. Okay, wir können nicht alles umstellen, weil es dann zu Problemen führt. Stellen wir nur das Größte um. Was passiert dann? Geht sich gerade noch machen wir nur das Größte. Und bauen wir mehr Stahl und brauchen wir sowieso schon. Wir jetzt auch mal woanders. Und zwar in der Ostslowakei. Eine große Glasindustrie hin. 10 Stück, genau zu sein. Mit oder so mit Schiff. Okay, alt, oder? Ja, alt. Hat's ganz vorgebracht. Okay. So, in Wirklichkeit sollte auch das Geld auch runtergehen langsam, weil wir jetzt teurer produzieren. Schaut eigentlich ganz gut aus. Ah ja, die Produktionskapazitäten sind stark raufgegangen. Na klar, der Stahl ist zu hoch, der Preis. Bin nicht. Lassen wir das mal so. Passt. Revolutionäre Oldenburg gibt nicht auf, aus gutem Grund, weil sie ja sinnvollerweise Truppen haben im Gegensatz zu den zum normalen Oldenburg und Preußen, so wie ich die kenne, nicht anlanden kann, weil die keine Schippernackeln haben. Bremen, Preußen. Das ist zwar preußisch, aber die grenzen nicht an, deswegen kann Preußen nicht direkt eingreifen. Das heißt, Oldenburg hat da eh. Okay, was ist das? Das ist interessant. Montenegro und Dings. Montenegro. Was wollt ihr?
Konservativ. Expand Resource Industry. Und was wollt ihr? Konservativ. Defend the border. Maintain balance of power. Die sind mir ein bisschen lieber. Das heißt, was ich machen werde, ist folgendes. Ich werde so tun, als würde ich mich für euch interessieren und schauen wir mal, was ihr uns gebt. So, außerdem. Wir zahlen eure Schulden zurück. Und wir haben so die Obligation. Dadurch, dass wir uns lieben eigentlich in Wirklichkeit. Friendly. Plus 80. So, wie ist es bei uns eigentlich? Infamy A. Passt. Machen wir weiter. Oh, was ist das? The Grand Plan Pays Off. Alois von Hartmann, the methodical leader of the Austrian aristocracy, has been studiously working behind the scenes for some time now, and at last all his work has paid off for Austrian aristocracy and Austria. Plus 30% für die Christian Social Party. Ich meine, die haben bei jeder Wahl etwa 90% der Stimmen. Wollen wir jetzt nicht wirklich? Oder Austria shall reap the rewards. Minus 20% Loan Interest Rate. Okay, wir haben keine Loans. Wir haben so viel Geld. Plus 20% Gold Reserve Limit ist natürlich besser. Ja, das schaut so aus, als hätten wir jetzt weniger hier, aber in Wirklichkeit haben wir genauso viel wie vorher. Nur unsere Goldreserven sind größer geworden. Wir müssen eh etwas machen, um das runterzukriegen, weil ganz voll wollen wir dann nicht werden. Das heißt, was wir machen werden, ist, wir werden tatsächlich noch mehr Construction Buildings machen. Mal 2. Sollen wir noch schneller produzieren? Noch schnellere Produktion bedeutet noch schnelleres GDP-Wachstum. Ah, 135. Was habe ich gemacht? Ah! Also, wir sind weit hinter diesen beiden, was das Prestige betrifft. Aber gut, das ist uns wurscht. Ah, Großbritanniens GDP ist jetzt auch stark gestiegen. Der Patch hat Großbritannien stärker gemacht. Breaching aber nicht. Die holen wir zumindest ein. Hey Briten, was soll das? Das ist nicht gut. Wir sind der Top Dog hier. Wir werden der Top Dog hier. Ah, unser Standard of Living ist einfach fast nicht gestiegen seit Beginn des Spiels. Wobei das stimmt nicht. In den industrialisierten Gebieten ist es stark gestiegen. Deswegen so niedrig, weil er noch immer niedrig in Ungarn ist. Bist du irre? Wir haben ein Land, das ist super. Rund um Österreich, Venetien, bis Schlesien rauf und runter nach Dalmatien. Dort geht es den Leuten gut. In Ungarn geht es ihnen schlecht. Interessanterweise in Transsilvanien geht es ihnen auch etwas halbwegs besser. Unsere Bevölkerung ist fast Millionen, das ist gut. Unsere Radikalen sind auf 13 Millionen. Das ist ganz toll. Wir haben weniger als eine Million Loyale. Oh Gott. Ah.
Wieso existiert Österreich überhaupt noch? Ah, wir haben einen großen Teil unseres Geldes jetzt für die Belgier ausgegeben. Haben sie noch eine Obligation bei uns. Warte mal, schauen wir mal. So, ich will mal schauen. Wir haben unsere Relation ist jetzt auf plus 80. Gut. Wenn ich jetzt noch einmal Absolve Obligation mache. Auf plus 100. Okay, es geht nicht über plus 100 raus. Es müsste eigentlich, hätte eigentlich 110 sein müssen. Gut, das ist gut zu wissen. Nicht mehr als, gibt nicht mehr als 100. So. Ja, aber dann schauen wir doch gerade mal. Wer will denn noch? Das ist bis jetzt noch nie gegangen, dass ich irgendjemandem die Schulden zahle, aber das könnte man eigentlich machen. Take on debt. Was ist schon wieder Belgien? Revolutionary Montenegro. They would not accept. Okay. Ägypten. They would not accept. Warum eigentlich nicht? Ich meine, das sind meine Subjects. Sulu würde akzeptieren. Aber wen interessiert Sulu? Great Lanfang? Wo sind die überhaupt? Was sind die Truffle States sind interessant. Ist das Lanfang? Nein, das ist Sulu. Wow. Was machen wir mit Landfahren? Warum nicht? Mal uns halt wieder, ja. Kostet nichts, das kostet 150.000. Das ist eine billige Art und Weise, ihre Freunde zu werden. Ah, Frankreich unterstützt die Wahnsinnigen schon. Okay. Damit hat das kein Interesse mehr an diesem Konflikt. Aber die kämpfen noch immer, ist ja urlustig. Wie wäre es, wenn ihr einfach einen White Peace vorschlagen würdet, Belgier, ihr Wappler? Ah, du siehst, könnte man zum Rival machen. Weiß auch schon wieder, warum meine Dings so niedrig war. Ich kann kein Preußen mehr als Rival haben, weil Preußen absolut hinüber ist. Ah, das war so dumm von mir, das hätte ich gleich denken müssen, dass ich neue Rivals brauche. So, schauen wir mal, was kann man noch diplomatisch machen? Customs Union, Baden, was hältst du davon? Nein? Sachsen, was hältst du davon? Nein?
Belgien, was hältst du davon? Fast. Was haben wir da? 80, 100, 111 und minus 120. Hessen, das wäre cool, nämlich Hannover auch verbinden. Fünfzig, 70, 74 und minus 100. Oh, wir können da gar nicht mehr verbessern. Mal baden. Baden wäre super, wenn es in unserem, in unserer Kassenunion wäre. Ist aber ziemlich weit weg noch. Sardinien? Nö. Das wäre aber auch cool. Sardinien in der Customs Union. Mit Serbien. Okay, Montenegro. Protectorate. Irgendeinen, der es akzepten würde. Kann man das irgendwie nach so ordnen, dass man sieht, wer es annehmen würde? Es bringt mir nichts, dass ich sehe, dass ich es ihnen anbieten kann, wenn ich nicht sehe, wer von denen ja sagen würde. Beziehungsweise wie weit sie davon entfernt sind, ja. Toskana zum Beispiel ist näher ja zu sagen als bei der Sizilien ist es so, aber als der Papst, obwohl der eine Allianz mit mir hat, soweit ich weiß. Warte mal, wie viel haben wir da? 25, 47, 57, 67, 70 im Plus und 100 im Minus. Toskana ist möglicherweise, naja, und die Schweiz ist auch relativ gut. Sind 45, 65, 64, 68, aber minus 100. Bali, Brunei, Johor. All diese Staaten, denen könnte ich es anbieten, aber ich meine. Okay, also keiner. Es ist gleich sagen können, Embargos, warum kann ich Embargo in Oman? Wieso kann ich Oman Embargo? Wieso sollte ich das tun? Ich meine, ich will den Oman erobern, aber naja, gut. Rivalry interessiert mich nicht. Trade Agreement, das ist gut. Warte mal, vielleicht können wir genau Hessen Castle, wenn wir Trade Agreement machen. Wir wollen die ja in unserem Dings drinnen haben. Ah, Belgien würde auch akzeptieren. Perfekt. Jetzt haben wir gleich minus irgendwas, minus 30. Minus 38, minus 37,5 müssen wir gleich haben. Wenn beide zusagen. Wenn nur einer zusagt, natürlich nicht. Russia declared neutrality, wo? Ah, im Montenegro-Konflikt. Interessant.
Okay. Die beide. Ach so, ja, so muss ich. Schauen wir mal. So, machen wir diese Leute uns gegenüber freundlicher, weil wir einfach so bisschen. Das nächste Mal, wenn sie Schulden haben, machen wir noch mehr. Und wenn sie dann ganz von uns abhängig sind, machen wir einfach irgendwas anderes mit ihnen. Keine Ahnung. Elections. Warte mal. Die Social Party hat nur 65% gekriegt. Was ist denn das? Das sind ja gar keine weißrussischen Ergebnisse. Okay, wir müssen das da ändern. Gehen wir mal da raus. Die auch raus. Katholiken rein. Ja. Katholiken auch raus. Nur Aristokraten. So soll es sein. Sich irgendjemand von denen den der Christian Social Party anschließen, nein? Wir könnten Outlaw Dissent machen, das bringt uns mehr Authority, aber weniger Technology Spread. Minus 50% Suppression. Warte mal, wir könnten das Surf dann wieder einführen. Oh ja, genau. Bei den Labor Rights. Legal Guardianship. Dann wir lassen einfach alles, wie es ist. Wir sind die extra super konservative ÖVP. Nichts wird sich ändern. Nicht in den nächsten 300 Jahren. Wir haben sogar den gleichen Kaiser noch. Ferdinand ist mittlerweile 80. Alle hassen ihn. Ah, super. Alle hassen ihn. Da haben wir einen ewigen Krieg wahrscheinlich jetzt, weil Preußen ist nicht in der Lage anzulanden und die greifen sich nicht gegenseitig an, weil sie zu wenig Truppen haben. Finde ich gut. Finde ich gut, einen ewigen Konflikt in Deutschland zu haben. Das passt schon. Nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie mögen mich oder sie mögen niemanden. So machen wir das. Ja, Bürokratie. Endlich kommt gleich. Stahl und Glas sind so teuer. Wir müssen so viel Stahl und Glas produzieren. Artillerie ist auch wieder teuer.
unproductive trade routes. Wie kann das nicht heißen? Ja, ist wurscht. Aber warte mal, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Was ist teuer? Ach, Schiffe sind uns wurscht, aber warte mal, können wir die trotzdem importieren, ein paar von denen? Wir brauchen ja nicht viel. Da, aus dem Oman, nein, aus Piemont, das ist gut. Passt. Super. Importieren von irgendwo. Moldawien. Wieso nicht? Wir haben die Bürokratie. Wein ist ein Wahnsinn. Wie können bitte Kunstwerke so teuer sein? Wir haben so viele Kunstakademien jetzt gebaut. Was ist aber noch geil? Aus Serbien. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir brauchen so viel Wein, das ist unfassbar. Unsere Leute sind solche Säufer. Aus Hessen, das bringt genau nichts. Aus Belgien bringt noch weniger. Irgendeinen halbwegs brauchbaren Produzenten weltweit. Walachei, Sizilien, Moldawien, Hessen, Baden, das ist gut. Wir wollen ja, dass die alle in unseren Markt kommen. Das heißt, wir wollen freundlich mit ihnen sein. Es bringt zwar nichts, was ich von denen importiere, weil ich wirklich Unmengen von dem Zeug brauche. Das könnte uns helfen. Und das sollte zumindest da den Preis etwas senken. Okay. Immer noch immer billiger als alle unsere Nachbarn. Wir brauchen Stahl und Glas. Unmengen davon. Glas haben wir, glaube ich, jetzt eh wirklich viele in Auftrag gegeben, aber Stahl werden wir auch nochmal mehr in Auftrag geben. Ah ja, da haben wir auch, bist du deppert. Nur viele in Auftrag. Gut, warten wir mal ab, was dann. Engines sollten wir auch langsam wieder produzieren. Wieder mehr machen. Passt. Glassworks, Coal Mines, Iron. Unfassbar. Unfassbar. Bürokratie. Machen wir Militär. Trenchworks könnte man machen oder Bolt Action Rifles. Ja, Bolt Action Rifles machen wir. Das produziert nämlich mehr Waffen. Macht die Waffenindustrie besser und da haben wir eh auch unsere Probleme, vor allem bei der Artillerie. Apropos Artillerie, warte mal, das könnten wir eigentlich schauen, um in der Arms Industry ein bisschen was umstellen können mit der Waffenproduktion. Oh, da brauchen wir noch mehr Stahl. Nein, wir haben keinen Stahl. Ja.
Wir bauen noch eine Stahlindustrie in der Westslowakei auf. Geht's der Wirtschaft gut? Geht's den Leuten gut? Oder wie? Wieder plus 12,5 finde ich gut, warum das? Tote Politiker, was? Nein, geh weg. So, warte mal. Aber dann schön noch Sachen. Expedition Point Source of Nile. Noch immer nicht. Wie lange braucht sie eigentlich für diese Gebäude? An absent mind. The doctor needs to see him. There have been reports Eduard Lackner, leader of the Petit Bourgeoisie, not attending meeting or fulfilling his obligations. We can no longer ignore this, his absence. Er hat eine psychological affliction. Ja, schick mir ihn in eine Irrenanstalt. Die Kleinbürger sind mir eigentlich egal. Ja, da haben wir noch immer eine Universität. Und eine Arts Academy. Ja, apropos, warte mal. Jetzt kann man da weiter bauen. Hahaha. Ostgalizien braucht auch eine Government Administration. Government Administration ist immer gut, weil Bürokratie haben wir nie genug. Ist immer gut, wenn wir Buffer haben für Trade Routes und ähnliches. Okay, schauen wir mal. Productive Trade Routes. Schauen wir mal. Okay, das ist wurscht. Die 10 Stahl sind uns eigentlich auch egal. Die 15 Zucker sowieso. Die 10 Tools auch. Dye mittlerweile auch, weil wir haben jetzt ein relativ viel Dye Production bei uns im Land. Also im Markt, weil ja Madagaskar dazugekommen ist. Apropos, können wir bald wieder Krieg führen? 8,5 ja, 2 Jahre möchte ich, in 2 Jahren möchte ich dann den Oman angreifen. Oh, Oldenburg hat doch noch seinen Krieg gelöst. Scheinbar hat Preußen doch eine Anlandung gemacht. Interessant. Aber Preußen hat sich, seitdem sie von mir besiegt wurden in dem Krieg, tatsächlich friedlich verhalten. Keine weiteren Überlegungen, Deutschland zu gründen. Finde ich gut. Okay, wenn die auf 50 sind, dann versuchen wir das wieder. Schauen wir mal, ob irgendjemand die Karte missionieren will. Wäre schon irgendwie gut.
Also Sizilien hat keine. Also Sizilien ist eigentlich auch hinüber. Hundertvierzig Millionen, yay! Werden die Briten einholen? Sage ich jetzt mal. Sage ich jetzt mal. Wäre super. Es wird nämlich mehr. Spielt halt nicht. Was ist dabei? Military Statistics unlocked. Minus 20% Mobilization Requirement, aber nachdem ich eh nicht mobilisiere, leads to Wargaming und NCO Training. Okay. Das ist das Proposal of Trade Agreement. Ja, klar, machen wir. Ah, wir sind mit denen fertig. Das ist gut. Schauen wir mal, wie das jetzt ist mit der Customs Union. Hessen Kassel würde mitmachen. Yes. Könnte mir bitte irgendjemand sagen, warum das so war? Oh. This cannot be broken. By us until 16. November. In welchem Markt sind wir jetzt bitte? In welchem Markt, der nicht unserer ist? Im französischen? Echt jetzt? Wir haben euch in dem Krieg gerettet und ihr geht's in den französischen Markt, wo ihr unseren Markt haben könntet? Ich hasse euch so sehr. Aber Hessen-Kassel soll in unseren Markt kommen. Schauen wir mal, wie ist es mit. Nein. Wie ist es mit Baden? Nein. 50, 70, 90, 98. Fast. Der österreichische Markt. Von der Adria bis zur Nordsee. Yes! Nein. Nur Hessen. Auch nicht. Sardinien natürlich nicht. Ne? Wäre zwar schön, wenn Sardinien noch in meinem Markt wäre, aber was soll's, man kann nicht alles haben. Führen noch immer Krieg, die Wahnsinnigen. Gut. Warte mal, die führen auch noch Krieg. Ah, das revolutionäre Oldenburg hat gewonnen.
Okay. Das wird auch ein ewiger Krieg sein, so wie es ausschaut. Also wenn solange. Also haben wir da Skandinavien und Radical Holstein. Warte mal. Also können wir nicht. Ach Scheiße, wenn wir eine Truce mit Skandinavien haben. So ein Mist. Ach, da würde ich echt gern mithelfen. Das ist ärgerlich, blöde Skandinavier. Jetzt bin ich hier schon zu spät. Vielleicht liegt auch daran, dass ich zu spät war. Nein, ich war nicht zu spät. Vorhin ist noch gegangen. So, jetzt haben wir ein schönes Minus wieder, die ganze Zeit. Das heißt, unser Ausbau von der Construction-Ding hat zwar unsere Construction stark verstärkt, aber dafür sind wir jetzt auch am Schulden machen, wie nur was. Aber gut, wir können das jederzeit wieder zurückdrehen, im schlimmsten Fall. Lassen wir die mal. Außerdem, soweit ich weiß, haben wir noch immer praktisch keine Steuern auf unsere Bevölkerung. Genau. Und unser Heer wird super bezahlt. Das könnte man eigentlich auch zurückdrehen ein bisschen. Und wir müssen viel bauen, weil wir wollen unser GDP weiter wachsen lassen. Uns das da anschauen. Ja, ich meine, das ist natürlich ein großer Unterschied von uns zu den anderen großen GDP-Ländern. Wir haben quasi nur in diesem Bereich industrialisiert, während Frankreich und Großbritannien im ganzen Staatsgebiet industrialisiert haben. Das macht natürlich schon einen Unterschied. Es ist auch urlustig zu sehen, Bayern ist und Württemberg sind viel industrialisierter als Preußen. Literacy sind wir die 23. Weltweit. Also ja, Lebensstandard ist genau dort hoch, wo die Industrialisierung hoch ist. Gut, soll es sein. Die Rural Folk sind uns eigentlich relativ wurscht. Die sind relativ schwach politisch gesehen, das heißt, die werden nichts umstürzen können. Wir haben das Jahr 1874 und wir haben noch keine einzige Revolution im Land gehabt. Warte mal, was ist das? Frankreich möchte Hehe erobern. Wo ist Hehe? Das ist da. Ja, die Nummer einfach da. Nein. Governmental Administration. Ja, gut. Was war das jetzt? Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Okay. Stahl, Glas, Explosives und Clippers sind teuer bei uns. Was soll ich sagen? Clippers? Die brauchen wir gar nicht. Okay, das kann man. Fishing Wharfs auch in diesen Gebieten.
die nicht unsere sind. Okay, können wir noch welche importieren? Ja. Gut. Kann man Explosives noch importieren? Nein. Die sind überall teuer und Stahl genauso. Produzieren zu wenig Stahl. Und wir produzieren zu wenig Glas. Mehr Stahl, mehr Glas. Inactive, okay. Ah, die haben uns wahrscheinlich im Bargut. Kolonien, okay. Wir machen keine Kolonien. Keine Kolonien. Wir sind Österreich. Desperate measures. Concerns about the well-being of Kaiser Ferdinand have been increasing throughout the country after his lack of public appearances. His spouse has tearfully confessed that no doctor seems to be able to cure him. Hey, vielleicht werden wir ihn doch noch los. Nonsense, the real doctor should treat him with proper hypnosis. It's worth a try. Nothing happens. Wir werden ihn nicht los. Nein, er kriegt nur seine Dings los. Warte mal, die Katholiken mögen uns nicht. Die sind genau auf Null. Mein Gott. Ja, die Katholiken. Er braucht die schon. Ja, fast, fast. 99 haben wir bei Baden. Wird schon noch, wird schon noch. Wenn wir mehr Trade Routes mit ihnen machen, sollte es passen. Schauen wir mal, was hat denn der badische Markt? Was ist denn teuer bei denen und billig bei denen? Okay, die haben nichts. Papier haben sie. Oh Gott. Können wir sie exportieren von euch? Da irgendwas? Fleisch? Artillerie? Na, können wir auch nicht exportieren, importieren, so. Na gut, warte mal, was haben wir gesagt? Papier könnte man von ihnen importieren. Explosives, Dye, Fertilizers, Kohle, Silk. Oh, die Silk. Importieren sie wahrscheinlich von irgendwo anders. Okay, schauen wir mal. Hardwood könnte billiger sein als bei uns und da produzieren sie recht viel. Wir könnten natürlich auch was exportieren zu ihnen. Was sind die Preise, wo sie ganz hoch sind? Oh. Wir könnten ihnen schnell. Das ist gut. JKL.
in den badischen Markt. Ha, das sollte es machen, das sollte es bringen, dass sie uns so sehr mögen, dass sie in unseren Markt kommen. Tatsache. Wir sind so gut. GUHT. Baden accepted. Perfekt. Österreichischer Markt. Quasi Deutschland. Zumindest der wichtige Teil von Deutschland. Und Anhalt wäre noch schön, wenn wir einen Markt hätten. Aber diese kleinen Zwischenländer sind sich relativ wurscht. So, schauen wir mal. Sachsen. Da noch ein bisschen. Ah, können wir in Sachsen die Improved Relations? Nein. Aber in Anhalt können wir das machen. Machen wir das mal in Anhalt. Wir sind auf 0. Das passt schon. Finde ich gut. Finde ich gut. Unser Markt ist großartig. Wir sind die Besten. 144 zu 184. Sie ist um 4 Millionen, wir sind um 4 Millionen gestiegen seit dem letzten Mal schon. Ja, mit etwas Glück holen wir die Briten noch ein. Schon irgendwie schaffen. Sollte nicht das Problem darstellen. Okay, meine Herrschaften, ich glaube, das war's wieder für heute. Wir haben nicht viel zu lang gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.